Ein Thema, was mir häufig begegnet, ist das Thema Narzissten und die Frage dann, ja, wie damit umgehen, soll ich mich trennen oder nicht? Und die Irritation, die dann kommt, ist, dass zumindest wird es mir so gesagt, dass von den meisten Ratgebern gesagt wird, man soll sich von Narzissten trennen. Es gibt die einzige Chance, sich zu schützen. Ja, und dann die Frage, ja, warum ich das nicht sage. Der Punkt ist, kein Mensch hat Interesse an Trennung, letztlich. Auch der Narzisst nicht. Niemand, kein Säugetier will sich trennen. Wir brauchen diese Verbindung zu Menschen untereinander, in Gruppen, den sozialen Austausch. Das brauchen wir von unserer Biologie her, vom Körper her. Und wenn du mal genau hinschaust, wirst du feststellen, dass du eigentlich deine Verbindung sind. Wenn wir sagen ich, dann sind das eigentlich unsere Verbindungen zu anderen Menschen. Weil wenn es die nicht gibt, dann verlieren wir unser Gefühl für uns selber, für unsere eigene Existenz. Ja, also in dem Moment, wo es kein Gegenüber gibt, gibt es auch uns selber nicht. Und es mag am Ende eines langen spirituellen Weges vielleicht die Erkenntnis sein, dass es niemand gibt, weder die anderen noch mich selber als getrennte Individuen. Aber es macht keinen Sinn, sich in diese Richtung zu bewegen und dann zu glauben, dass es dann einem irgendwie gut geht, wenn ich mich von Menschen rausnehme. Weil jede Trennung von einem anderen Menschen ist immer auch eine Trennung von mir selber. Wir können nicht ohne Verbindung existieren und das hat einfach biologische, evolutionäre Gründe. Deswegen bin ich grundsätzlich erstmal gegen Trennung, weil das ist das Schlimmste, was wir uns antun können. Trennung ist das Schlimmste, was wir uns gegenseitig antun können. Das ist gegen unsere Biologie und zwar gegen jedes Nervensystem eines Säugetieres. Das ist der Worst Case, wenn alles andere gescheitert ist, wenn jede Form von Dialog gescheitert ist. Dann kommt als absolute Notlösung am Ende Trennung. Solange es eine Chance gibt, mit einem Menschen in einen Austausch zu kommen, macht Trennung keinen Sinn. Auch mit einem Narzissten. Wenn ein Narzisst in der Lage ist, sich mitzuteilen über seinen Zustand, wie es ihm geht, über die Beziehung an sich, wenn er das kann, würde ich mich nicht trennen. Dann würde ich eben diesen Dialog vertiefen und mit allen Anleitungen, die ich gegeben habe, lassen sich beide Teile heilen. Sowohl derjenige in der Co-Abhängigkeit, der seine Verantwortung nach außen abgibt, als auch der Narzisst, der sich nur noch um sich selber dreht. Das heilt dann beides. Und es ist nicht so, dass der Narzisst das Problem ist, sondern du oder der, der in der Co-Abhängigkeit lebt, der hat dasselbe Problem. Exakt dasselbe, der lebt nur den anderen Teil aus. Das heißt, insofern, wenn du dich von einem Narzissten trennst, dann trennst du dich erstmal auch von etwas in deinem Inneren, was Autonomie möchte. Also das würde ich erstmal versuchen zu vermeiden. Ja, also das heißt, es ginge darum, mit einem solchen Menschen in einen immer tieferen Austausch zu kommen. Und wie gesagt, wenn das funktioniert, wenn ihr in einen Dialog kommt über das, was in euch und zwischen euch passiert, dann heilt das nach und nach. Wenn es sich herausstellt, dass dieser Mensch tatsächlich nicht in der Lage ist, in einen Dialog zu treten, was sein kann in extremen Fällen, das kann sein. Ja, wenn ich über längere Zeit das probiert habe, wie geht's dir? Wollen wir uns nicht ein bisschen austauschen über unsere Beziehung? Wollen wir nicht daran arbeiten? Hast du nicht Interesse an Bewusstwerdung, an Heilung? So, wenn man da immer wieder auf eine Mauer rennt, nein, ist mir egal, ich habe kein Problem. Ich will lieber Fußball gucken und Chips essen. Mach du Therapie. Ja, also wenn sowas immer kommt oder ja, Abwehr oder Angriff, wenn es zu keinem Austausch kommt, dann ja, dann muss man sich trennen. Aber nur dann. Und das ist nicht im Interesse von diesem Menschen, auch nicht von einem Narzissten. Ein Narzisst hält es auch nicht alleine aus. Der will das auch nicht. Der will keine Trennung. Auch wenn der so unabhängig erscheint.
der kann genauso wenig unabhängig existieren wie der Co-Abhängige. Das geht für beide nicht. Nur, dass das quasi auf den ersten Blick nicht so aussieht. Also ich würde mich nur trennen, wenn es keinen Dialog gibt. Wenn das nicht möglich ist, dann ja. Und das ist generell das Prinzip. Wenn ich mit einem Menschen in einer destruktiven Verbindung bin und es gibt keine Möglichkeit zum Austausch, muss ich mich trennen. Ja, das ist ganz klar. Mich schützen, auf jeden Fall. Aber vorher würde ich alles probieren, um in einen Dialog zu kommen.